Pflanzen schlau oder letztlich rot. Wenn das Bewusstsein, das man gerade... Warte, Moment, ich höre nichts. Letzter. Okay. Wir haben es gestern mal so ein bisschen probiert, also was soll ich sagen? So irgendwie weiß, also so sagt wohl ganz instinktiv, in der Halle oder in der Schule ist oder in die Reaktion auf dann muss man irgendwas tun, dann muss man die Frage, wer reagiert da? Und, oder wenn man das aus einer bestimmten Ruhe, aus dem historisch betrachtet, oder wenn man vielleicht stirbt und dann sieht man seinen Körper. Was für eine Frage? Was für eine Frage? Ich will zur Frage. Die Frage war, kann man das Bewusstsein, das jeweilige, kann es immer nur einen Zustand in einem Moment geben, in jedem hier und jetzt, oder kann man über alle diese Ichs und deren Bewusstseinszustände gleichzeitig schauen? Die Frage, pass auf, die Frage löst sich, die blöde Fragen gibt es nicht. Es gibt entweder normale Fragen, die auf Personen bezogen sind, oder geistreiche Fragen. Aber pass auf, das sind immer viele, viele Fragen, kann ich von meiner Ebene, was ich auch immer damit meine, selbst wenn du jetzt in der Beobachterebene bist, kannst du nicht nachvollziehen, weil jetzt kommt wieder eine Ja- oder Nein-Antwort, die du erwartest. Und pass auf, mach's doch einfach einmal so. Wir haben ein Buch, okay? Und du liest das Buch und du kennst das Buch und jetzt fragt dich einer, kommen wir die Worte nacheinander oder nicht nacheinander? Und dann frage ich dich, ja, denkst du an das Buch oder liest du gerade? Das ist die Antwort. Also ja oder nein, das stellt sich eigentlich gar nicht. Verstehst du die Frage selber, wenn du da einseitige Antwort haben willst? Wenn du das Buch kennst, weißt du, dass wenn du an das Buch denkst, ist das ein Chat, ist es ein Ja. Die Frage ist damit auch die ebene Antwort definiert. Richtig. Immer und jede Antwort, wenn du eine Antwort in die Auftauchung, eine Frage in die Auftauchung siehst, Frage und Antwort ist wieder eine Gedankenwelle, ist automatisch die Antwort schon da und du suchst die aber. Und das ist das Problem, dass da nichts zu suchen gibt. Es beantwortet sich von selber. Das heißt, auf der höheren Ebene ist, wenn du das Buch in der Hand hast und ich sage, kennst du das Buch? Ja, das ist ein Chat. Kennst du den Film? Und jetzt wieder ein Nacheinander Illusion zu erzeugen, musst du dich schon wieder rein vergessen. Und jetzt ist es so, dass die Chats, pass auf, dass es ein eigenartiges ist, wenn wir jetzt einen Computer nehmen und wir machen zwei Dateien. Und ich nur zwei Dateifenster, zwei Ordner und in den einen Ordner lege ich dir einen Film rein, die Datei eines Films in HDTV. Und in den anderen Ordner mache ich ganz einfach bloß ein ganz normales Notebook, einen Satz, wo man bloß draufschreibt, das ist ein Satz. Mhm. Nur diesen Ding, der ist in anderen. Wenn du die Ordner siehst, sehen die zuerst einmal alle gleich aus. Das ist für dich ein Ja. Wenn du das aufmachst, müssen wir überhaupt nicht reden, dass hier, oder wir machen ein wenig komplexer, machen wir ein Bild rein in das eine, ein kleines Bild, und in den anderen machen wir einen HDTV-Film rein. Wenn du das jetzt öffnest, ist natürlich hier in der Datenmenge, die in der einen Datei, unvorstellbar mehr Menge drin, weil das sind ja tausende von Bildern, wie das eine Bild, aber komischerweise, ob du jetzt an einen Film denkst oder an ein einzelnes Bild denkst, ich nehme an, ihr habt so etwas Ähnliches wie ein Urlaubsfoto oder Hochzeitsfoto, wo ihr gemeinsam habt, ob du jetzt gezielt an dieses Foto denkst oder du denkst an einen Film, den du dir jetzt immer angeschaut hast, solange du nur sagst, kennst du den Film Rendezvous mit Joe Black, das ist ein Ja, denkst du an dieses Urlaubsfoto, das ist ein Ja. Hast du überhaupt nicht das Gefühl, dass du mit mehr Daten arbeitest? Das Chat auf der Ebene ist kein Unterschied. Es ist nur ein Gedanke und da wiegt der eine Gedanke, ob du jetzt an die Erdkugel denkst, mit all dem, was du dir in diese Erdkugel reindenken kannst, oder du denkst an einen Bodenserbsen. Der Gedanke ist der gleiche. Du kannst natürlich das eine wesentlich höher auffächern. Da bemühen sich ja die Physiker, dass die aus dem Apfel was Ähnliches machen, wie der dumme Elektronen, Quanten und. Aber was du mit Wissen kannst, du auch einen Apfel ziemlich aufblähen, wo er sonst nicht kann, aber du weißt, was ich meine. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir Stufen runter. Bei dem Bild wäre das jetzt praktisch, dass du im bewegten Bereich, ich sage Urlaubsfoto von euch, und wir sagen jetzt, ihr steht nebeneinander und sie hat einen Fokus nur auf sich selber, wo sie sagt, Mensch, bin ich fett gewesen. Bin ich da, ich denke jetzt an meine Maus hier, Mauritius, vor das Mal bin ich da fett gewesen. Die sieht überhaupt nichts anderes, bloß weil sie da Maus hier fährt. Verstehst du? Du hast dazu nur diesen Fokus, das heißt, da ist das Bild und du fokussierst dich und umso mehr du dich rein fokussierst, das wäre jetzt beim Film, wäre das zum Beispiel hier eine Szene. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die Szene Rendezvous mit Joe Black,
ich sage jetzt ganz gezielt bei Rendezvous mit Joe Black die Stelle, wo er das erste Mal von der Erdnussbutter leckt. Okay? Von der Erdnussbutter leckt. Und da ist auch noch kein Bild. Und da kannst du den Gesichtsausdruck machen. Du kannst dann ganz gezielt die Stelle hin, immer so einzelne Bilder hast du. Oder bei der Matrix, wo er dann den Fetzen Fleisch dreht und sagt, hier, das ist zwar vollkommen real, das Fetzen Fleisch, aber ich denke mir jetzt, aber es ist scheißegal, ich will wieder zurück in die Matrix. Weil das ist ja alles künstlich, das ist ja alles nichts, wie das dargestellt wird. Das heißt, du fährst jetzt da rein und selbst die Szene ist ja auch ein in einem gewissen Maß schon wieder viele Bilder, aber rein, wenn du dich jetzt beobachtest, wirst du feststellen, wenn dir nicht bewusst ist, ob du es mit Bildern oder einem Film zu tun hast, merkst du keine Datenmenge mehr. Und das ist das, dass wenn dein Bewusstsein wächst, das ist das, wenn ich meine oder anspreche, dass ich sage, du wirst immer mehr mit Blackboxen arbeiten. Das heißt, was für mich unheimlich mühselig ist, wenn ich mich jetzt herunterbegebe, hier in den tiefsten Limbus zu euch, das ist diese materielle Welt, dass ich mich jetzt inkarniere, in dieser Form vom Udo, das, was für mich ein Gedanken ist, brauche ich, muss ich 12 Jahre in euch reinreden, bis ihr einen aller einzigen Satz, wo ich ganz einfach sage, ich sage zum Mensch, sorge dich nicht um morgen. Die nehmen mir das nicht für voll. Ich sage, das ist doch alles, das ist alles drin, habe ich dir gerade gesagt. Es ist, das nimmt keiner für voll, weil er einen Glauben hat, der das alles zu niedermacht. Erinnert euch in allem an die Geschichte hier mit dem Telefonanruf. Ja, und es ist ja klasse, dass du wieder da bist und so, weil ich sage, was ich auch immer sein soll. Und du warst anders, ich habe da einen schwarzen Fleck auf dem Oberschenkel. Ihr erinnert euch an diese Geschichte mit dem schwarzen Fleck. Kennst du den? Kennst du nicht? Muss ich ganz kurz, pass auf, du ruft mich an die Ohren, jetzt eine raumzeitliche Geschichte, und dann sagt sie hier, laber, 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 und dann kommt ganz nebenbei, du warst anders, ich habe da einen schwarzen Fleck auf dem Oberfleck. Fragezeichen. Einen schwarzen Fleck auf dem Oberschenkel. Fragezeichen. Und was, was ich dann zu ihr gesagt habe? Tut's weh? Oder tut er weh? Und dann sagt sie, noch nicht. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt zu ihr, und jetzt willst du von mir wissen, ob du zum Doktor gehst sollst oder nicht. Und da habe ich gesagt, das werde ich nie und werde ich mich nie einmischen. Weil das ist immer wieder im eigenen Film. Aber was entscheidend ist, was ich dir sage, du hast zwei Möglichkeiten. Und das garantiere ich dir jetzt der, der ich bin. Du kannst entweder auf die Schulmedizin hoffen und zum Doktor gehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das das ist, was du dir jetzt schon denkst. Okay. Und dann gehst du in die Hölle einer Chemotherapie, wie auch immer. Oder du kannst einfach meine Medizin einnehmen, die kostet dich nichts und ist vollkommen schmerzlos. Sorge dich nicht um morgen. Und das ist jetzt die Freiheit, das darfst du selber entscheiden. Jetzt kannst du schauen, ob du glaubst oder nicht. Ohne dir irgendwas zu versprechen. Und wenn du jetzt meinst, ich vertraue auf Gott, weißt du, das wie mit Hammer oder so, darum funktioniert Hammer nicht. Das ist dein Glaube. Aber ich gebe dir noch einen kleinen Tipp, habe ich gesagt, dass die Welt und deine Zukunft rechnest du dir mit einem Wissenglauben aus. Und diese Frage schon hier, tut's schon weh, noch nicht, ist in dir schon ein Virus drin. Wie hast du es hier in Exceptions, das kriegst du übrigens nochmal in Auszügen jetzt in den neuen Update. Ein Gedanke ist ein Virus, ein Bacillus. Und wenn der sich einmal festgesetzt hat, bringst du ihn fast nicht mehr raus. Stell dir mal vor, von klein auf, du hättest was anderes erfahren. Du hättest von klein auf, würde dir jeder erzählen, dass also hier die Menschen, die meisten müssen sterben. Und es gibt Außerwelte, die zeichnen Gott mit einem schwarzen Leberfleck auf dem Oberschenkel. Und wenn du das kriegst, dann wirst du ins Himmelreich kommen, ob du willst oder nicht. Das ist wie ein Joker. Dann wirst du jeden Morgen aufwachen und schauen, verdammt, ist einer. Oder ist schon einer da? Und du wirst himmelhoch jauchzen, mit Freude rumlaufen. Und wo der Geist total clean ist, total frei ist, angstfrei ist, ist Freude, da kommt erst gar nichts Dummes auf. Das heißt, diese Entmündigung, dieses ganze Permanente, das ganze System baut nur auf Angst auf. Ich habe gestern oder heute Morgen, meine Maus bringt mir die Bildzeitung mit und dann schlage ich sie immer in und out. Und da ist die Wagenknecht, die Sarah Wagenknecht, die rote Sarah. Kennst du bestimmt? Wagenknecht, die Politikerin, ja, ja, von der, ja, Linken, ja, 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 die, ja, Oberlinge. Und die ist out diesmal, weil die ein neues Buch veröffentlicht hat, ist nur in der Outliste, dass die hier prangert, dass die Quelle allen Leids der Kapitalismus ist. Also so ähnlich, ja, steht's, ich will es nicht wirklich zitieren, kann ich jetzt nicht. Und das meinen wir, sind aus, die nichts ewig gestrigen, die nichts dazugelernt haben. Weißt du, das kann man jetzt so sehen, weil es ist ja, Kommunismus ist ja alles zusammengebrochen und sie schreibt jetzt wieder ein Buch, dass die Quelle allen Leids
der Unfreiheit, die Quelle der Unfreiheit ist der Kapitalismus, glaube ich, die Quelle der Unfreiheit oder das Leiden der Unfreiheit, irgend so ähnlich, bleibt sich gleich, ist der Kapitalismus. Behauptet die und kommen da von der Bildzeitung so die Ewiggestrigen, die nichts dazugelernt haben. Und jetzt sage ich dir, hat sie nicht recht? Wir machen eine Position. Ich sage jetzt nur Handys. Nimm mal an irgendeiner Schule denn die Handys weg. Es ist eine legalisierte Droge. Es ist noch nie ein Drogenkartell so viel Geld verdient, weil wir mit Handys verdient wird. Und die sind, glaub mir, die gehen auf alles. Alles kannst du denn nicht wegnehmen, bloß nicht das Handy. Es ist eine Droge, eine Suchtdroge, wo Milliarden verdient werden, wo wir, wenn wir so jung waren, da hat es das nicht gegeben. Auch mit Computer, verstehst du? Das heißt, diese ganze Konsumgesellschaft, und ich prangere die wieder nicht an, Andreas. Wenn ich es nicht, dafür denke immer an den Führerscheinprüfungsbogen. Das ist das, was ich dir sage. Ich erkläre dir, dass du hier einen lebendigen Film anschaust, mit so viel Widersprüchen, und du sollst einfach, was ist harmonisch? Und dann wirst du feststellen, es gibt nichts, was du denken kannst, was nicht gut und schlecht gleichzeitig wäre, weil du hast es mit Gedankenwellen zu tun. Das ist die Sache hier mit was mit dem Löwen, der den zu fressen gern hat. Da habe ich dir die Gute, das ist ein. Ich kann das natürlich nur sehen, die grausame Tierwelt fressen und gefressen werden. Verstehst du? Es wird alles in dir genau so erscheinen, wie du es definierst. Und die Freiheit besteht, ohne den Film verändern zu müssen, dass wenn du deine Beweglichkeit deines Geistes benutzt, dass du das Prinzip erkennst, dass das Spiel darin besteht, dass du den Andreas beobachtest, der für seine automatischen Interpretationen nichts kann, dass du merkst, wenn du sagst, das ist scheiße, und dann öffnest du dich und machst dir mal Spaß auf der Weise Gedanken, wie kann ich jetzt das gut formulieren? Wie ein Kabarettist. Und umgekehrt. Und dann wirst du merken, dass ich auch der Film Hyperventilier, ich habe innerhalb von 2 Minuten klitschnass, klitschnassen Schweiß auf der Stirn. Hey, Hyperventilier, sie sieht es jetzt, was ist denn los, weil keiner damit gerechnet. Und dann kommt sie an mich hin, musst du von der Marion erzählen lassen, und dann spatz, was ist denn los, ihr Barnisch, ich soll den Notarzt anrufen. Und da würde die Marion sagen, die hat dann bloß, ich habe nur noch stammeln können, verdammt nochmal, nein, lassen wir mal Ruhe, das ist hochinteressant, das zu beobachten. Weil da klingt, schalte ich mich sofort weg. Ich gehe sofort in die Engelchenposition. Oh, weil du misch dich nicht ein. Weil jetzt kannst du nur, wenn du keine Angst hast. Das ist immer wieder so. Jetzt verteilt einer den Braten schon eben oder wie so. Klaus. Ja, weil wir den Lautsprecher da drin für 99 Euro. Bisschen drüber. Der Sigma-Chip für 2 Gigabit. Sigmund, das Zeug hier. Das Zeug hier. Das ist so unglaublich. Was wir in kleinen so ersten Wochen nicht dabei gehabt haben, zum Aufnehmen, wo ich erklärt habe, was da jetzt passiert. Und wenn du diese technische Entwicklung, alles, was heute Standard ist, was heute Standard ist, ist vor wenigen Jahren, wäre das Science Fiction gewesen. Wenn du jemand vor 10, Klaus, wenn du jemand vor 10 Jahren gesagt hättest, dass du ganz normal in einem billigen Shop einen Kugelschreiber kaufen kannst, wo eine Kamera drin ist, wo du aufnehmen kannst, 2 Stunden für 49 Euro, dann hätten sie dich in die Klapse geschickt. Das wäre, wenn das vor 10 oder 15 Jahren hätte die CIA hier 20, 30 Millionen für so etwas bezahlt. Wer noch vier? Weißt du, das ist ja, das, man hebt sich die Wissenschaft. Bitte nur über die Macht sich selber unglaublich. Wer möchte noch Bier? Dass ich immer. Ach, ich erst nicht. Im Kleinen, Andreas. Ich rede jetzt raumzeitliche Geschichten für dich. Ich habe also 1976 war ich an der Fachschule des Heeres, der Bruder, den ich mir jetzt ausdenke, an der Fachschule des Heeres für Elektrotechnik und Elektronik, habe ich also hier eine Abteilung gehabt für Übertragungsgeräte und Richtfunkanlagen. Das heißt, kurz, damals beim Funken, wenn du funkst, hast du ja 360 Grad und da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, du kannst die Gespräche verschlüsseln. Oder die andere Möglichkeit ist eine Richtfunkstrecke. Das ist damals eine Parabolstrecke gewesen. Und dann ist der Strahl, und da muss man dann mithören, wie muss er ja in den Strahl rein. Das heißt, dass der schon mal gerichtet ist. Okay. Dass man am Berg zum Beispiel sagt, jetzt am Hesselberg, da machen wir Parabolstrecke. Und das ist ja ein Funkstrahl, 1976. Und jetzt pass auf, das ist kein Witz, was ich dir jetzt sage. Um hier Gespräche, mehrere Gespräche aus, da wurde schon mal erzählt. Die Fachschule des Heeres für Elektrotechnik, Elektronik, Standardtechnik war für eine Richtfunkstrecke mit einer Trägerfrequenz, um hier 36 Gespräche auf eine einzige Frequenz aufzunehmen, war eine Maschine, die Typenbezeichnung war sie nicht, das war wie ein Schrank und hat damals, ich kann den Betrag, hat 120.000 Mark gekostet, dass du auf einen Lichtstrahl 36 Gespräche draufbringst. 76.
Und jetzt pass auf, jetzt stelle ich mir vor, ich denke mir jetzt Berlin aus, Millionen von Menschen, 5 Millionen vor Silvester, alle lange zum Handy, lange dran und keine Störung, es funktioniert. Ja, irgendwie komisch. Ich habe dann 1980, habe ich meinen Laden aufgemacht, Tonstudio-Technik. Du hast 1980 ein Funkmikrofon. Also ganz normal, wo hier Funkmikrofon, du hast 1980 auf dem deutschen Markt kein Funkmikrofon unter 1200 Mark kaufen können. Das Problem ist nicht, dass das Mikrofon teuer war, sondern die Sendefrequenzen, weil das mit dem Sender, dass die sich nicht gegenseitig stören. Hat es nur mit Nummern gegeben, mit Sendefrequenzen gegeben und die waren so teuer. Jetzt frage ich dich, wenn ich heute Weiland in einem Hochhaus sitze, wo hier 10, 20 Weilandanlagen sind und Zeug und war alles gleichzeitig, nicht stört sich. Das ist, wieso funktioniert das? Ganz einfach, weil die Leute das glauben. Das funktioniert alles nur, weil die Leute glauben. Und was natürlich dann die Physik ist, dass in dem raumzeitlichen Denken, wenn ich sage zum Beispiel Sonnenkollektoren, wenn dann nur eine Ordnung, ich greife jetzt auf diese Physik zurück. Und das sind des Kaisers neuen Kleidern. Ich betone, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und wenn irgendeiner meint, der das jetzt hört, der wüsste das besser, dann lasse ich so die Luft raus. Ein Elektrikerlehrling im zweiten Lehrjahr, wenn er nur ansatzweise das Ohmsche Gesetz verstanden hat, der müsste eigentlich wissen, dass du mit einem Sonnenkollektor nichts ins Hochspannungsnetz einspeisen kannst. Nicht, dass du keinen Strom erzeugen kannst, darum geht es nicht. Du kannst es verbrauchen, ist auch nur das, was hier euch vorgemacht wird mit Ökostrom. Wer macht euch das eigentlich vor? Niemand da außen. Du machst dir selber vor, weil du es nie in Frage gestellt hast. Das ist einmal das Allererste. Es wird alles geschluckt, weil jeder lebt in des Kaisers neue Kleider. Was ich immer gern zitiere hier, diesen Physikprofessor, der sich vorne hinstellt, ich zitiere aus einem Physikbuch von einem Nobelpreisträger. Bei einem Photon, lass das auf der Zunge zergehen, bei einem Photon von einer Bewegung durch einen Raum in einer gewissen Zeit zu sprechen, das heißt von einer Bewegung von A nach B in einer gewissen Zeit zu sprechen, ist absoluter Blödsinn, weil die Lorentz-Transformation eindeutig beweist, dass für ein Photon weder Raum noch Zeit existieren. Genau genommen ist Raum nichts. Es fällt in einem Punkt zusammen und die Zeit wird in der Formel unendlich. Aber jetzt pass auf, der Satz geht folgendermaßen weiter bei Ihnen. Ich zeige dir gerne das Buch. Nochmal, bei einem Photon von einer Bewegung durch einen Raum in einer gewissen Zeit zu sprechen, ist absoluter Blödsinn, weil weder Raum noch Zeit existieren, Komma, selbstverständlich bewegt sich Licht mit Lichtgeschwindigkeit. Licht sind Photonen, die sich angeblich mit 300.000 Kilometern in der Sekunde ausbreiten. Machst du, dass der Idiot sich nicht selber in einem Satz, aber jetzt pass auf, der Gag ist 10 Seiten weiter im selben Buch, 10 Seiten weiter im selben Buch, schreibt er dann, jetzt denken wir uns einen atomaren Zerfallsprozess, wie ihm das Lieber-Paradoxon, Einstein-Bolzolski-Rosen-Paradox vorschreibt, dass zwei Photonen in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Und da muss ich dir sagen, jetzt ist natürlich jeder Zug zusammen und jetzt wirst du ja deine Prüfung haben, also schreibst du genau bei deiner Doktorarbeit das hin, was dein Professor dir erklärt. Und ich sage dir, der Typ kommt in die Klapse, weil der offensichtlich nicht was er spricht, weil sich in jedem Satz selber widerspricht. Das ist jetzt was ganz was anderes, wie wenn die Leute den Udo vorwerfen, der widerspricht sich erlaufen, weil ich darauf hinweise, dass ich dir zwei Seiten von was erkläre, was du nicht gleichzeitig sehen kannst, wenn du das höhere Bewusstsein nicht hast. Das ist jetzt... Der geht von einer raumzeitlichen Bewegung aus. Wenn das natürlich in die Symbolik geht, dann wirst du feststellen, dass diese Lichtgeschwindigkeit 300.000, jetzt muss ich wissen, dass 300 im Hebräischen das Shin ist und das Shin steht für Logik, links punktiert das zu einem Sinus, 1000 ist im Hebräischen Elef, ist dasselbe wie Alef. Das heißt praktisch, dass das Shin des Alefs, okay, 1000, ich kann auch T aus End, ich kann die Spiegelungen sind diese ausgedachten Enden lesen, G, Shin, Wind. Heißt, mein geistige Logik hat zu Wind und Wind ist Ruach, ist Geist. Und das bewegt sich nur hier und jetzt. Egal, wo du dich hindenkst. Jetzt über 6 merkst du, die Physik löst sich über die Vordersprache wieder komplett auf. Dankeschön. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke an die Gern geschehen. Da freue ich mich jetzt. Lecker gekocht. Ach, Leute, ich habe, glaube ich, schon fast der Kuckern. Das ist noch jede Menge. Ja. Fass mich doch an, ich bin doch total echt, fass mich doch an. Lass dich davon nicht ablenken, der ist so programmiert, der kann nicht anders. Das ist der Koi. Was du noch leichter, Andreas, machst, kannst du anderen nicht machen, weil ich hier von dir nichts fordere. Das heißt, das ist immer das Schöne mit Holofilling, dass es nicht verbunden ist. Das kommt ja alles, alle wollen Veränderungen kriegen, indem du irgendwas veränderst. Und das Erste, was ich jetzt sagte, du musst aufhören, auch wieder gespiegelt, am Andreas was verändern zu wollen oder an irgendeinem anderen. Die Veränderung besteht darin,
dass plötzlich ein bewusster Beobachter da ist von dem, was sich ständig verändert. Das verändert sich sowieso. Das kannst du nicht aufhalten. Was aber bisher gefällt, ist das Bewusstsein, das ist bewusst beobachtet. Das immer gleich bleibt. Das ist die Veränderung, dass du von einer unbewussten Kreatur, die nur reagiert und etwas, was sie macht, von einem Automatismus, von einem Mechani, dich erhebst zum Beobachter dieses Mechanis. Das ist die Wiedergeburt im eigenen Geist, das ist das Höhere Netz, wenn du nicht wiedergeboren wirst als Kind. Im Hinduismus heißt es ein Dvija, ein zum zweiten Mal geborener werden, weil das erste Geburt ist das Wesen, das du beobachtest, aus Fleisch geboren, und das zweite Wesen ist aus Geist geboren, das diesen aus Fleisch geborene Wesen jetzt innerhalb dieses Konstruktes beobachtet. Das ist das Einzige, worum es geht. Sonst, der Rest verändert sich eh. Aber jetzt gehst du mit einer anderen Einstellung dran. Und wie gesagt, du wirst immer mehr merken, dann nützt dir Gruppe nichts und kein Guru und kein... Das ist, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Komplett, ja, einmal komplett. Einmal komplett, bitte. Ja, ja. Nicht so groß, nicht so klein, sondern so. Dann nass im Salat, da klappern die Zähne. Grün, ja. Schon, ja. Ja. War die Fahrt überhaupt? Es rappelt noch in meiner Wiese. Ja, glaube ich. Du bist immer sehr verbunden, wenn du verbunden bist mit irgendeiner erfolgreichen Persona, musst du wissen, dass das voll an deiner Reputation an allem kratzt. Und selbst hier soll ich, du müsstest selbst, wenn du jetzt ein Lehrer bist, wenn du irgendeinen Titel erreicht hast, wenn du ein Geistesfunk behindert ist, dass du es sehr schwer hast, und dass ich auch hier bei Lehrer sage, es geht nicht, dass du das jetzt anderen weitersetzt, bin ich auch schon darauf eingegangen mit Lehrer, wir kennen die Geschichte, dass ich selbst da nicht einmal sage, du musst dieses Wissen verbreiten. Weißt du, Andreas, das ist immer wieder, wo wir hier kommen, und ich gehe nicht darauf ein, weil ich an anderer Stelle das schon genauer erklärt habe, dass du jetzt das deinen Schülern erklären müsstest, und nicht einmal doch sollst du dich einmischen. Es ist ein Akt von dir selber, aber das Ego geht kaputt. Und das ist, was die meisten dann nicht wollen. Und ich sage, was gewinnst du dadurch? Ich habe hier so einen Fall, zur Zeit, wo die Firma und alles im Bach runtergeht, und ich sage, du musst dir einfach bewusst machen, was du zurzeit willst, deine heile Welt, was wäre jetzt, wenn du im Lotto gewinnst? Ich sage, oder du bringst dich, jeder versucht sich über die Runden zu bringen, bis er Rente kriegt oder ein gesichertes hat, und dann werde ich ja selber erlöst durch den Tod. Pustekuchen. Das ist so unendlich. Du schiebst dein eigentliches Problem vor dir her. Entweder stirbst du jetzt oder gar nicht. Und du wirst nicht morgen sterben, nicht übermorgen, nicht in 10 Jahren, nicht in 100 Jahren. Entweder stirbst du jetzt. Und jetzt kommt natürlich diese Sache, wenn du ein Geist bist, bist du unsterblich. Das heißt, dein Jetzt ist so, wie du es dir ausdenkst. Das ist dieser Satz, ewiges Himmelreich oder ewige Hölle. Wenn es sich nur um eine KI handelt, die du dir ausdenkst, dann musst du dir keine Gedanken machen, das ist eh bloß ein Gedanke. Und kann ein Gedanke, den du dir denkst, selber leiden? Kann der leiden, spüren? Es wird so sein, wie du in dir denkst. Wobei, selbst wenn du dir denkst, dass er leidet, wird der Gedanke selber nicht leiden, sondern bloß der Geist, der träumt. Es bleibt alles an dir hängen. Als Geistesfunk. Das ist dieses Christusbewusstsein, ich nehme alle Schuld auf mich. Und spreche mich selbst, das, was ich jetzt zu sein glaube, im selben Moment frei, weil den Denker, den ich mir jetzt ausdenke, kann sich ja nicht raussuchen, was er denkt. Und dann bist du ganz mittig. Du merkst, du wirst immer mittiger als Geist. Möchtest du noch Salat?